Ich bin früher als Kind immer auf Bäume geklettert. Als Kind bin ich immer auf Bäume geklettert, bei Wind und Wetter, bei Föhnstürmen. Während Sportlagern im Sommer habe ich das Metier der Bergführerin kennengelernt. Und es hat mir sehr gut gefallen. Auf Anhieb. Gut, da kannst du ihm gehen, Barbara. Man ist mit Menschen zusammen, draußen in den Bergen. Diesen Wunsch habe ich lange mit mir herumgetragen. Ich hoffe nun, dass ich die Ausbildung bald abschließen kann. Also ich möchte Bergführerin werden. Ich möchte Bergführerin werden, weil es mir entspricht. Klettern, Turnen, Bewegen. Gerne bin ich mit Menschen unterwegs. Ich bringe jemanden auf einen Berg, was er allein nicht schaffen würde. Und helfe ihm, eine Grenze zu überwinden. Als wir beschlossen, Kinder zu haben, war ich schon eine ganze Zeit lang Bergführerin. Diese Tatsache hat meine Entscheidung überhaupt nicht beeinflusst. Da war der Kinderwunsch, dann kamen die Kinder und danach versuchte ich, sie mit dem Beruf zu vereinbaren. Wie kann ich es mit dem Beruf vereinbaren? Es gibt so Bilder. Die Kollegen aus der Bergführerszene haben eine Vorstellung davon, wie eine Bergführerin zu sein hat, die Gesellschaft und die Gäste. Ich habe es eher von den Gästen erlebt. Als zum Beispiel jemand den Bergführer fragte, wie sind die Bergführerinnen? So richtige Schränke, mit vielen Muskeln, breitem Rücken. Wie sind diese Frauen? Mein Bergführerkollege sagte, die sind eigentlich alle ganz normal. Da ist fast kein Platz. Was machen wir? Wir rutschen, oder, Ariane? Ja, Ariane ist drin. Ich bin drin und bleibe drin. Ich kann stehen, aber ich entlaste noch nicht. Ja. Gut. 1300 Bergführer arbeiten heute in den Schweizer Alpen. 30 von ihnen sind Frauen. Ich bin unter besonderen Bedingungen aufgewachsen. Meine Eltern waren in einer streng religiösen Gemeinschaft, welche Vorschriften zur Lebensgestaltung machte. Es ging nicht darum, im Leben das zu machen, was ich wollte oder was mir guttun würde. Aus der Sichtweise dieser Gemeinschaft ist Sport etwas Egoistisches. Und Natur und Berge waren immer eine Art Ausbrechen für mich. Als ich die erste Bergtour mit meinem Bruder gemacht habe, war ich 12 oder 11. In meiner Erinnerung war es sehr anstrengend. Ich musste meinem Bruder hinterherrennen. Ja. Wie ein Adler. Die Daumen zusammenführen. Und wieder runter. Atmen. Unten fast antippen, aber nicht berühren.
Soll nicht abstellen. Ich sehe nichts. Nach Gefühl. Einmal schauen. Ich bin keine Frau. Auch Männer können den Horizont erweitern. Zack. Ja. Atmen. Also Gemeinsamkeit zwischen Physio. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Physiotherapeutin und Bergführerin. Man braucht Menschenkenntnis. Man muss Menschen in unkonventionellen Situationen führen können. Oder sie an Grenzen bringen und sie dabei unterstützen. Um die Menschen zu öffnen, damit sie über sich hinauswachsen können, nicht abblocken und zumachen. Blockiert und zutut. Ich glaube, man begibt sich ein bisschen an den Ort. Man sucht das Risiko, oder ich suche es. Ich begebe mich nicht her. Es ist sicher eine Suche nach der Herausforderung. Herausforderung. Ja. Die Suche nach dem Abenteuer. Während Jahrhunderten sind die Berge das Reich von Drachen und Göttern. Die ersten, die sich ins Hochgebirge wagen, sind Männer. Meist Gelehrte, Naturwissenschaftler oder Pfarrer aus Bergdörfern, die das Gebirge erforschen. Doch auch einzelne Frauen entdecken schon früh die Lust am Gipfelsturm. So etwa die Französin Henriette d'Angeville, die sich für ihre Mont Blanc-Besteigung ein Kostüm schneidern lässt, eine Begleitequipe zusammenstellt und als erste Frau aus eigener Kraft auf den höchsten Alpengipfel steigt. Für Ariane Stäubli werden die 4 Jahre der Bergführerausbildung zu einer Zeit voller Höhen und Tiefen. Sie verunfallt und braucht über 1 Jahr, um in die Welt der Bergsteigerei zurückzukehren. Vor dem Gipfel bin ich ausgerutscht, 500 Meter durch ein Couloir hinuntergefallen. Links und rechts sind Felsbrocken an mir vorbeigedonnert. Und ich wusste, wenn einer in meine Schussbahn gelangt, bin ich tot. Und ich kann nichts dagegen machen. Ich fiel in eine Art Ohnmacht. Als sie mich mit dem Helikopter abtransportierten, hatte ich das Gefühl, ich bin doch gestorben. Das Schweben hat mir das vermittelt. Und das hat da wie einen riesigen Einfluss. Dies hatte großen Einfluss auf meine Bergsteigerei. Es war das Ende der Sturm- und Drangzeit. Weil ich die Zerbrechlichkeit des Lebens erlebt habe. Meine Aussichten standen schlecht. Die Ärzte sagten, wenn sie ohne Stöcke gehen können, können sie froh sein. Also ich von Anfang an wieder zurück. Aber ich wollte in die Berge zurück und die Ausbildung abschließen. Und die Bergführerausbildung abschließen. Und ich wollte wieder klettern, wieder gehen, wieder draußen sein. Genau. Meinen Eltern ist wichtig, dass ich das tun kann, was mir Freude macht. Meine Mutter versteht gar nichts vom Bergsteigen. Darum macht sie sich eigentlich auch keine Sorgen. Ich finde es schön. Sie haben uns mitgegeben, dass man etwas ausprobieren darf und keine Angst haben muss. Vor allem Angst haben. Und sie hat uns auch machen. Früher mehr dürfen wir im Wald gehen. Wenn wir früher im Wald rumgekraxelt und über tote Bäume und Schluchten geklettert sind, sagten sie nicht dauernd, passt auf, dass ihr nicht fällt, es ist gefährlich.
ist das gefährlich. Und so sind wir. Meine Schwester und ich sind nie gebremst worden. Ich finde es toll, dass unsere Mutter uns hat machen lassen. Gut, du kannst kommen. Genau, tipptopp. Um für die Bergführerausbildung zu trainieren, geht Nadja Roth freiwillig in die Rekrutenschule der Gebirgsspezialisten. Wir sind in Andermatt. Ich bin seit dem 31. Oktober in der RS. Es dauert noch einen Monat. Man exponiert sich extrem. Gesellschaftlich ist es nicht unbedingt akzeptiert, wenn man als Frau Militär macht. Es gibt viele Vorurteile. Sie spinnt, sie geht ins Militär, sie ist eine Kampfsau. Ist sie lesbisch? Was hat sie für ein Motiv, so etwas Bescheuertes zu machen? Damit hatte ich am Anfang Mühe. Man ist ausgestellt, fühlt sich nicht wohl. Man denkt, man sei im falschen Film. Man denkt selber, man ist im falschen Film. Ein Grund, die Gebirgsspezialisten RS zu besuchen, war die Ausbildung. Ich wollte Erfahrungen sammeln, bergtechnisch gesehen. Erfahrung, ja. Bergtechnisch gesehen. Ich kam hierher, um fachlich besser zu werden. Ich brauchte diese Ausbildung, wollte sie. Wir haben die einzelnen Elemente gelernt. Abseilen über den Knopf, Aufstieg über den Knopf, Seilwechsel, Abseilen über den Sack, Aufstieg über den Sack. Nun machen wir einen Parcours. Jeder startet an einem Seil. Start 1, 2, 3, 4, 5. Gibt's Fragen? Starten. Ein Nachteil ist, dass man als Frau immer auffällt. Die anderen sehen jeden Fehler. Macht man einen, heißt es ist ja eine Frau, sie kann es ohnehin nicht so gut. Man ist nicht so überrascht, wenn sie einen Fehler macht. Du kannst dich mit dem Abseilgerät einfach wieder ins System einklinken. Versuch es mal. Bis du wieder hängst. Dann wechselst du den Knoten. Gut, es hat funktioniert. Ich habe oft solche Situationen erlebt. Es war, als würde man mit einer 12-Jährigen sprechen. Ermahnend, erziehend. Es hieß Südwest-Süd. Aber nicht im Tessin. Was hast du nachgeschaut? Wind aus westlicher Richtung. Ich musste den Umgang mit männlichen Vorgesetzten lernen. Im Feedback hieß es, ich müsse mehr Disziplin zeigen im Umgang mit dem Kader. Es hatte sich ein wenig hochgeschaukelt, vor allem bei einem Vorgesetzten, durch gegenseitiges Provozieren. Erst kann man es nicht einordnen. Am Anfang war ich auch eingeschüchtert. Wenn man mit der Zeit merkt, wo man steht, fragt man sich, muss ich mir das noch sagen lassen?
Wir machen eine kurze Pause. Zieht euch an, trinkt etwas, wechselt die Felle. Danach steigen wir weiter hoch. Es gibt sicher Momente, in denen ich mich einsam fühle. Einige Kumpels sind hilfsbereit, aber wenn ich wirklich ein Problem habe, verkrieche ich mich in mein Zimmer oder rufe jemanden an. Wir sind auf 866 Meter. Ja, das stimmt. Nach oben würde ich gerade gehen, entlang des flachen Teils. Bis zur kleinen Anhöhe. Danach der Vertiefung nach links hinüber. Jawohl, das ist gut. Gegen die stärksten Männer habe ich nach wie vor keine Chance. Aber das muss ich auch nicht. Bei einem Sprint werde ich nicht Erste, ist ja logisch. Aber auch nicht Letzte. Ich hoffe, das Seil ist lang genug. Ihr könnt es einhängen. Dann habt ihr Kontakt mit denen, die runtergehen. Alpinismus bleiben Frauen lange Zeit eine Ausnahmeerscheinung. Inmitten der Reihen bekannter Bergführer, Burgener, Volken, Anderecken und deren britischen Gästen fallen die ambitionierten Damen auf. So etwa die Engländerin Lucy Walker, die als erste Frau auf das Matterhorn steigt und weltweit für Aufsehen sorgt. Doch anders als die Männer berichten die Frauen nicht oder nur unter männlichem Namen über ihre Touren. Es gehört sich nicht, als Dame auf Berge zu steigen. Bis Elizabeth Main auftaucht. Sie schockiert ihre vom viktorianischen London geprägte Familie. Unternimmt Bergtouren, schreibt Bergbücher, filmt und fotografiert. Nur die Türen des prestigeträchtigen British Alpine Club bleiben ihr verschlossen. Frauen sind in den Alpenclubs unerwünscht. Deshalb gründen sie ihre eigenen Clubs. So auch in der Schweiz, wo in Montreux der Schweizerische Frauenalpenclub ins Leben gerufen wird. Als ich in einer Hütte bei einem Glas Wein mit einem Walliser Bergführer zusammensaß, meinte er, mein Lebenssetting sei nur in einem städtischen Umfeld möglich. Auf dem Dorf ginge es nicht, dass eine Frau mit Kindern diesen Beruf ausübt und mit dem Rucksack loszieht. So einen Beruf ausübt und einfach wegzieht mit dem Rucksack. Lustigerweise leben wir hier zwar in einem städtischen Umfeld, das aber überhaupt nicht progressiv ist. Die Rollenverteilung ist sehr traditionell. Die Frauen arbeiten aber nur Teilzeit. Priorität haben der Job und das Einkommen des Mannes. Bei uns ist es nicht so. Bin ich in den Bergen, macht er den Haushalt. Er wird darauf angesprochen, wer bei uns arbeite, was er denn mache.
Kaffee und was der so macht. Er wurde auch schon gefragt, ob er arbeitslos sei. Das ist echt krass. Also, Furka-Gebiet. Das? Und das ist am Donnerstag. Ja, das ist eine gute Zugverbindung. Am Freitag sieht es super aus. Wegen des Wetters bist du zuversichtlich? Ja, genau, das Wetter. Das Wetter ist das Wetter, das lassen wir so, wie es ist. Aber wir fanden ja, es macht Sinn zu starten. Ich bin sehr zuversichtlich. Seit 12 Jahren arbeitet Anina Reber als Bergführerin. Als erfahrene Berufsfrau nimmt sie hier und da Bergführer-Aspiranten mit auf Tour, die Erfahrung mit Gästen sammeln. Am liebsten ist sie dabei mit Arjan Stäubli unterwegs. Bald sind wir da. Es ging schneller, als ich dachte. Es sind eine Art Türme, rot gefärbt. Wie Krallen. Der kompakte Fels. Da. Wir starten hier über den Gletscher. Gemütlich. In der Mulde? Genau. Gemütlich, gut zum Aufwachen. Danach kommt ein Hügel, von da zieht sich der sogenannte Sporn hinunter. Der Grat kommt von rechts und über den Sporn gelangt man von links auf den Gipfel. Wir haben das Gelände ja schön gesehen. Das hier ist der Firnkessel. Du wolltest ja wissen, ob es da Spalten gibt. Man kann viel zusammen machen, bis dann die Kletterstellen kommen. Ich würde es so planen, dass wir um 5 mit den technisch schwierigen Passagen anfangen. Mit dem Grat und dem Klettersteig. Wir sollten hier um 4 starten. Oder was hast du gedacht? Sicher nicht vorher, ja. Jetzt kommt der Gletscher. Wir machen eine Viererseilschaft. Die Seile gut ansehen, das ist wichtig. Willst du dich hier noch anbinden? Es soll straff sein und doch den Schnee berühren. Ich glaube, mich macht es glücklich. Und ich will es immer wieder machen, weil es nicht real ist. Es ist nicht so real. Man geht so aus dem Leben. Man tritt aus dem Alltag hinaus, steigt auf Berge. Die Welt hier ist einfach nicht real. Es ist eine Traumwelt. Das ist einfach so eine Traumwelt. Meine Hände sind eiskalt. Kann man nichts machen.
Wunderschöner, kompakter Granit. Schön zum Klettern, sehr homogen. Ich klettere die erste Länge voraus. Die Seillängen sind 25 bis 30 Meter. 25, 30 Meter lang. Ich finde, Bergsteigen ist weit mehr als ein Sport. Es hat so viele Facetten, die Landschaft zu erleben. Es ist für mich extrem wichtig, die Natur zu spüren und mich darin bewegen zu können. Es ist schön, dass der Mensch in den Bergen sehr klein wird. Cool. Was für eine Aussicht. Vielen Dank. Grandios. Wäre es ganz klar, würde man den Leuten bis nach Bern zuwinken können. Bis auf Bern, den Leuten zuwinken. Nein, ehrlich. Unglaublich. Bergsteigen ist eine Lebensart, keine Sportart, sondern eine Lebensphilosophie. Ursprünglich studierte Ariane Stäubli Umwelt-Naturwissenschaften an der ETH. Heute forscht sie als Umweltingenieurin an Recycling-Themen. Ich gehe gerne mit dem Kopf durch die Wand und habe mich nie von Konventionen einengen lassen. Dadurch habe ich mich nie beeinflussen lassen, was eine Frau sollte und was nicht. Es ist mir egal. Aus Trotz wollte ich das machen, was eine Frau üblicherweise nicht macht. Es hat gut funktioniert. Ich bin sehr froh, einen Chef gefunden zu haben, der die Ausbildung unterstützt. Teilzeitarbeit ist im Ingenieurwesen noch nicht gang und gäbe. Man muss dafür kämpfen, den Mut haben, nachzufragen und es einzufordern. Am Anfang der Bergführerausbildung geht es um Skitechnik und Lawinenkunde. Im Jahr zuvor bestand Nadja Roth diese Zwischenprüfung nicht. Jetzt ist sie zurückgekehrt auf die Gemmi oberhalb von Leukerbad. Das Schwierigste war, noch mal herzukommen, weil man weiß, dass man eigentlich versagt hat. Ich konnte den Leuten nicht mehr in die Augen schauen. Kam letztes Jahr nicht mehr klar mit der Situation. Ich musste abhauen. Alles war zu viel. Über die Randpartien um 35 Grad müssen wir uns Gedanken machen oder zur Lawinensituation. Brauchen wir vor Ort die Reduktionsmethode? Es gibt überdurchschnittlich viel Schnee.
viel Schnee, oder? Was hat er gesagt? Seit 20 Jahren. Wenn man es mit dem Durchschnittswert vergleicht, hatten wir wirklich heftige Schneefälle. Wir haben wirklich mächtige, grosse Schneefälle gehabt, mächtige Schichten, verstanden. Eine Schaufel, zwei Schaufeln und dann hierher. Dieses Rayon ist dein Job. Deiner ist hier. Und deiner ist wo? Du gehst nach hinten. Ihr seid zu nahe beieinander. Zwei Schaufellängen. Geh da rüber und stich die Blöcke so aus, dass die anderen das Material fortlaufend entfernen können. Dann bildest du eine Reihe. Sonst schaufelst du nur Löcher. Wenn du nicht mehr kannst, rotiert ihr. Nimm die Schaufel andersrum. Der Vorderste muss feststellen, wie die Person im Schnee gelagert ist. Wieso? Um möglichst schnell den Kopf zu erreichen. Zum Wissen, wo an, zum Kopf schaufeln. Genau, oder? Genau. Wir müssen eigentlich Richtung Oberkörper-Kopf arbeiten. Die Beine interessieren uns erst am Schluss. Gut? Wir haben beschrieben zu den Alarmzeichen mal ein bisschen angeschaut, wie sie im neuen Lawinenhandbuch stehen. Und anhand von dem NIO-Check sind wir auf ein Gefahrenpotenzial 6 gekommen. Also, ja. Schaufeln ist ein Handwerk, das haben Sie heute gemerkt. Also man muss schon ein bisschen Inputs geben, je nach Person, die da sind, wie man so eine Schaufel auch bedient. Die Ausbildung ist für Männer und Frauen gleich. Ich werde nicht mit Samthandschuhen angefasst, das ist klar. Ich will es auch gar nicht. Ich muss das technische Niveau ja zu 100% erreichen. Wenn man einen Schlitten baut, um jemanden zu transportieren, dann braucht es Material, eine funktionierende Konstruktion, einige Schnüre. Ich habe das Gefühl, es funktioniert. Es ist stabil, breit genug, um eine Person zu transportieren. Jedes Ausbildungsteils erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten Bescheid, ob sie den Kurs bestanden haben und ihr Weg zum Traumberuf Bergführer weitergeht. Diesmal habe ich einen positiven Bescheid erhalten. Es ist... Ich muss gleich weinen. Es ist wie eine Versöhnung. Jetzt ist es gut, egal wie es weitergeht. Und wie es weitergeht. Ja, das ist weh. Ja. Das sehen wir dann. Es ist schön, dass es jetzt klappt. Ist jetzt mal. Nadja Roth hat den ersten Teil der Bergführerausbildung geschafft.
Vor ihr liegen weitere 13 Ausbildungsmodule. Vom Schweizer Alpenclub ausgeschlossen, bleiben Frauen während Jahrzehnten unter sich. Sie steigen auf dieselben Gipfel wie die Männer, unternehmen Expeditionen und organisieren Ausbildungen in Fels und Eis, wie hier im Urserental. Der Beruf des Bergführers bleibt ihnen weiterhin verwirrt. Der Grund? Bergführer müssen militärdiensttauglich sein und Frauen sind nur für den Frauenhilfsdienst zugelassen. Doch der gesellschaftliche Druck auf die Männerbastion steigt. Das Frauenstimmrecht wird eingeführt. Das Bundesgericht zwingt den Bergführerverband, einen Militärdienstverweigerer auszubilden. Und ab 1980 nimmt der Schweizer Alpenclub auch Frauen auf. Wenig später ist es soweit. Nicole Nicky erhält als erste Schweizerin ihr Diplom als Bergführerin. Männer haben die Ausbildung geprägt. Es ist immer noch so. Letztlich muss man ein System ändern, das ein Jahrhundert alt ist. Was ist das Ziel? Will man mehr Frauen in dem Beruf haben, muss man nicht in der zu erbringenden Leistung etwas ändern, sondern im Groove. Wenn du da ankommst und es stehen 30 starke Jungs im Kreis und der technische Leiter, der die Begrüßung macht, das ist nicht so cool. Das ist vielleicht schon nicht so cool, oder? Die Ausbildung ist leistungsgeprägt. Es ist eher eine Prüfung als eine Ausbildung, so kam es mir vor. Die ganzen Situationen, die Hahnenkämpfe, der Druck, all diese Dinge. Druck und ja, aus die Sachen. Es steht und fällt mit der Atmosphäre. Es sind ja keine bösen Menschen. Es kann sehr cool, aber auch sehr schlimm sein, sodass du jeden Morgen beim Aufstehen mit dir kämpfen musst. Oh nein, wann ist wieder Abend? Das Spannungsfeld ist groß. Nadja Roth fiel es schwer, mit dem Druck umzugehen, und sie entschied sich, noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung, diese abzubrechen. Es hat sich durchgezogen. Irgendwann dachte ich, es ist es mir nicht mehr wert, diesem Traum nachzugehen. Der Entscheid zum Aufhören fiel nach dem zweiten Lawinenmodul letzten Januar. Der Gedanke an die Bergführerprüfung im Sommer macht mich schon ein wenig nervös. Sie dauert lange. Man muss 16 Tage am Stück Gas geben und alles zeigen. Wer an der Schlussprüfung teilnimmt, hat einen langen Weg hinter sich, ist seit vielen Jahren als Alpinist in den Bergen unterwegs und hat alle Kurswochen der mindestens dreijährigen Ausbildung bestanden. An diesem Tag führen die Prüflinge Gäste durch einen Eisparcours, wobei genau hingeschaut wird, wie sie mit dem Gast, dem Seil, den Steigeisen und dem Pickel umgehen. Du gehst der Markierung entlang, du oberhalb. Der Gast kann auch darunter gehen.
Hier ist es sehr exponiert. Du gehst hier, der Gast hier. Du drehst dich um. Dann kannst du rückwärts hinunterklettern. Achte auf den Tritt, belaste beide Beine. Danach schwingst du das andere hinüber. Jawohl. Häng dich rein. Genau, sehr gut. Sehr gut. Schlag den Pickel einmal kräftig ein. Danach kannst du dich gut daran festhalten. Probier's rückwärts. Da gibt's Stufen. Noch ein Stück. Dann stehen bleiben, in dem Loch hier. Jetzt kommt das Couloir. Arjan, du gehst da lang. Der Gast kann auch hier lang gehen. Du sicherst nach oben. Bis heute gibt es keine Expertinnen in der Schweizer Bergführerausbildung. Bei den großen Modulen, den Bergdisziplinen, sind leider nur Männer als Experten engagiert. Hier kannst du absteigen und auf der Rippe nach vorne gehen. Das finde ich wirklich sehr schade, weil ich finde das sehr schade. Von einer Frau könnte man auch noch einen anderen Aspekt des Berufs lernen, was die Werkzeuge, die man aus der Ausbildung mitnimmt, erweitern würde. Es ist schwierig zu erklären. Ich kenne Bergsteigerinnen, die sich extrem gut als Expertinnen eignen würden, die auch das Niveau hätten. Wie meine Töchter mit dem Beruf umgehen? Sie sind 8 und 5, sie können sich nichts darunter vorstellen. Sie sagen jeweils, Mama ist auf einer Skitour. Wenn es gut kommt, das ist so ein Eindruck von einem Paar-Event. Das sind mein Partner und ich bei einem Paar-Event. Wenn man das so sieht, könnte es heikel werden. Man könnte denken, verantwortungslose Eltern. Die machen solche Dinge, während die Oma zu Hause für die Kinder sorgt. Es sieht schon krass aus. Gleichzeitig reizt es einen, so ein Bild aufzuhängen. Aber gleich reizt es einem, so ein Foto aufzuhängen. Als wir eine Familie gründeten, haben wir nicht über das Risiko gesprochen, haben uns nicht gefragt, ob ich den Beruf weiter ausüben kann. Ich kalkuliere das Risiko ja ein, bin verantwortlich für die Gäste und auch für die Familie. Ich muss wieder zurückkommen. Arjan Stäubli ist nah am Ziel. Sie tritt zu ihren letzten 2 Prüfungen an. Vorwärts gehen. Gut auf die Steigeisen achten. Gut schauen.
Hoch das Bein. Gut schauen. Zieh dich zum Haken hoch, danach weiterklettern oder kurz ausruhen. Es klappt gut. Vorwärts. Komm mal. Also, eine, zwei, die vier noch. Nein, die elf kommt nicht, gell? Jetzt kommen wir zu Biner Patrice. Haben wir alle? Weniger alle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 Fälle, nicht zählig noch. Ja, ich realisiere es. Ich realisiere es noch nicht ganz, dass es fertig ist. Ein Lebenstraum ging in Erfüllung. Dafür habe ich jahrelang gearbeitet. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich jetzt dazugehören darf. Der PIN ist die Eintrittskarte in eine Familie. 7-mal aufs Matterhorn. Richtig.